Ey, yo, Leute, was geht? Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Space Engineers. Na, der große Tag und der große Test. Na, ich habe schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Ne, schon mal das Ding so weit vorgefahren, damit wir auch vernünftig rauskommen. Ne? Ja, hier so ein paar Lichter habe ich schon mal reingebaut. Ne? Sieht man ja jetzt zwar nicht so gut, dass das doch schon ein bisschen Licht bringt, ne? Ja, gut, ich habe kein Licht an, ne? Wollte ich gerade nur so dazu sagen. Ja, die sind noch ordentlich da am Schweißen. Immer noch. Obwohl ich jetzt so ein bisschen Zeit verbracht habe. Ja, jedenfalls, ne? Wollen wir mal loslegen, ne? Erstmal mit 8 Batterien an. Mit 9 Triebwerke. So, mit 4 abdocken. Mit 6 genau ausschalten. Ja, und ich habe ja hinten eine Kamera eingebaut. Ne? Jetzt kann man das genau sehen hier. Ne? Was genau hinter uns ist. Oder wir gehen halt aus der Kamera raus, ne? Wie ich das gesagt habe. Wir können hier im Cockpit so ein bisschen gucken. Ja, wir dürfen jetzt nicht großartig lenken oder so. Weil, ihr habt es ja gesehen, so viel Platz ist das nicht hier. So. Ja, gut, ich muss gestehen, ich habe schon einen Test gemacht. Ne? Hab dann gleich im gleichen Atemzug auch schon mal. Noch mal eine Kopie vom Bohrmodul und Andockmodul gemacht. Nee. Boah, ja. Das ist auch schon interessant, wenn man hier sind so rausguckt. Nee. Aber es ist wirklich mehr Platz, als ich eigentlich gedacht habe. Nee. So, die schwerste Stelle haben wir jetzt auch schon hinter uns. Nee. Gucken, wie weit wir noch zurück können. Ja, jedenfalls die Kamera, die sitzt ja knapp unter den Verbinder. Nee. Sollte ein ziemlich guter Anhaltspunkt sein. Um genau zu gucken. Mit der Nüsse muss man dann halt theoretisch nur eigentlich auf diese Lampe halten, ne? Oder knapp unterhalten. Ne? Dann kommt man ja eigentlich auch direkt zum Verbinder. Jo. Dodge. Ja. Ja gut. Theoretisch hätte ich sogar noch ein Stückchen weiter rausgemusst. Weiter rausfahren müssen. Ne? Man sieht es ja. Ja gut, geht eigentlich. Ich könnte jetzt geradeaus hochfliegen. Aber da kommt ja noch das Tor hin. Ja, nee. Aber ihr seht es, es funktioniert so. Ne? Ne, gut, ich bin überlegen, ne? Wie es dann nachher aussieht, wenn die Container erstmal alle voll sind. Ne? So, und jetzt wollen wir mal wieder einfliegen. Ne? Muss nicht zu viel Gas, damit auch nichts kaputt geht. Und ihr seht das ja vom Energieverbrauch her, geht es eigentlich auch. Ne? Aber gut, wenn ich jetzt hier die Batterien ausstelle. Ist das 8? Ja, ist das 8. Man könnte mal sehen, wie der Energieverbrauch dann ist. Ne, ups, nee, beladen, sollte ich nicht machen. Ne? Wer kommt da denn schon mal an seine Grenzen, wenn die Batterien aus sind? Ja, und vor allem, wenn das Ding ein bisschen voller ist, beziehungsweise alle Container wirklich voll sind in diesem. Wie gesagt, die Verbinder lieber erst dann einschalten, wenn man auch wirklich einigermaßen an Position, auf Position ist. Ne? Gar nicht versuchen, großartig die Maus zu bewegen. Aber ihr seht es ja, das klappt. Jetzt müssen eigentlich gleich die beiden Verbinder hinten kommen. Ja, da müsste ich theoretisch eigentlich auch noch Kameras hinhängen. Ne? Damit ich das ganz genau sehe. So. Jetzt so langsam. So, jetzt einfach hier mit 6 anschalten. Eingerastet. Mit 4 wieder verriegeln. 9 Triebwerke aus. 8 Batterien wieder auf Aufladen stellen. Jo, und das war's, nicht. Das war das Undock-Manöver dann. Und das soll dann mehr oder weniger mit jedem Modul so klappen. Nee. Naja. Ja, und ich bin die ganze Zeit schon so ein bisschen am Grübeln, wie mache ich das jetzt am besten? Nö. Mit diesem blöden Tor, ne? Joa. Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß es noch nicht so ganz. Ja. Ich hatte halt kurz noch Probleme, eben meinen Bohrer
gehabt, weil ich da die Kamera gesetzt habe. Ich habe nämlich jetzt eine Kamera. Hatte ich das euch schon das letzte Mal gezeigt? Nee, habe ich euch nicht gezeigt. Ich habe mal die Kamera ein bisschen umgelegt, eine andere Kamera gesetzt, die ein bisschen weiter unten ist, damit man auch mal den Boden sieht. Und da ist mir wieder fast eine ganze Reihe der Bohrer abgeflogen, weil ich die halt nicht richtig gesichert hatte. Joa, so. Mal sagen, auf jeden Fall hier erstmal noch mal eine Reihe drauf. Drauf, dran, wie auch immer. Ja. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Aber naja. Okay. Ja, mal kurz wieder nachladen, ne? Wo ist denn das Zeug schon wieder her? Naja. Ja, machen wir es halt anders. Lade ich kurz mein Hydro hier kurz auf. Dann brauchen wir die nicht aus der Pulle zu nehmen. Jo. Naja. Ich bin wirklich am Überlegen, wie ich das jetzt am besten baue. Also wir brauchen auf jeden Fall Motoren. Ja, ich muss stinknormale Motoren. Das reicht eigentlich schon. Dann brauchen wir die Sicherheitstüren. Damit da auch nicht großartig was schleift. Die sind ja ein kleines Stückchen schmaler. Ich bin bloß nicht sicher. Theoretisch könnte man die Motoren so setzen. Jetzt die Frage, dreht sich das Ding denn vernünftig? Ich das schon gerne. Noch ein raus. Okay. Da dann mehr oder weniger die dran. Natürlich nach innen. Dasselbe. Eigentlich. Ich wollte theoretisch nur so setzen. Ich muss mal gucken, ob das nicht vielleicht doch schon so reicht. Ach, jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, wie der Motor sitzt. Ich honk. Ich honk, habe natürlich jetzt nicht geguckt, wie der Motor sitzt. So, 0 würde ich gerne hier drinnen haben. Gucken, ob das geht. Natürlich nicht. Hm. 45 Grad geht. Wäre dann genau hier drin. Gut. Ja, wie gesagt, ansonsten müsste ich das halt mit irgendwie mit Hangartoren lösen und das würde mir aber persönlich nicht so gefallen. Persönlich nicht so gefallen. So.
Ja, jetzt ist natürlich wieder ein ganz schön viele Hin- und Her-Überlegerei. Ne? Okay, na Drehmoment, na Bremsmoment. Packen wir mal auf 20. Ja, muss ich halt gucken, wie das reicht. Weil in die Klappe kommt ja doch schon ein bisschen Geschwindigkeit rein. Hier würde ich sagen, Geschwindigkeit packen wir mal auf 1. Und da ist halt schon das Problem. Unteres Limit 0. Obergrenze. Weiß ich gar nicht. Wo ist das denn hier? Plus 35. 135, ja. Plus 135. Ich sehe das ja jetzt schon, dass das schleift. Naja. Ja, jetzt ist natürlich erstmal die Sache hier wieder, dass wir erstmal die Mechanik wieder hinkriegen müssen. Das Bauen nachher. Oder das Fertigbauen nachher. Ist ja jetzt nicht unbedingt so das Problem. So. Das ist ja richtig, aber ich versuche mal. Umzudrehen kommt dann aber gerade auf 5 Grad. Das ist nicht so schön. Ich denke mal, das wird wohl auch nicht klappen. Das wird wohl nicht mal auch nicht klappen. Der Block müsste sogar noch schmaler sein, eigentlich. Ich habe den auch falsch gesetzt. Ha? Den habe ich auch falsch gesetzt. Ne. So. Ja, aber ich denke mal nicht, dass er so trotzdem genug Platz hat. Ja, so was auch noch. So ein bisschen. Vielleicht wird mal ein bisschen den Rotorabstand. Vielleicht ist auch schon, ist der Motor halt schon so ein bisschen da so hakt. Mal guck an, so dreht er sich schon ein bisschen weiter. So theoretisch würde es gehen. Na guck an, das ist sogar eigentlich schon zu weit, wenn ich das so sehe. Für 90 müsste ich sogar nur einstellen. Aber soll man doch lieber so weit aufklappen. Wo kommt jetzt die Böcke dran? Eigentlich da. Aber theoretisch würde er sich genauso, also eigentlich ziemlich gut drehen. Würde er sich genauso gut, wie ich jetzt da nochmal hinsetze. Da könnte er wieder haken. Ja, ich habe die Zeit nicht vergessen. Ne, da fängt er wieder an zu haken. Nee. Dann müssen wir es genau so machen. Ne? Naja, Leute, müssen wir halt im nächsten Part weiterbauen. Ne?
Ja, aber das sieht ja wieder so ulkig aus, ey. Ich bin nur überlegen, vielleicht mache ich da auch irgendwie so eine Platte drauf oder irgendwie sowas. Hier so eine normale Platte, die ich da hinten drauf habe. Ist das ja auch so ein kleines bisschen verkleidet. Ah ne, dann könnte es wieder so ein bisschen haken. Na jedenfalls, Leute. Ne, also dieses Tor, das kann auch schon noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ne? So schnell wird das nicht fertig werden. Nee. Ja. Ja, jedenfalls, Leute. Ja, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. No? Nee. Tüfteln wir im nächsten Part noch mal ein bisschen weiter rum. Ne? Genau. Düfteln wir im nächsten Part so ein bisschen weiter rum. Nein. So. Jetzt habe ich hier so ein bisschen das Problem. Kann ich auch keinen dran setzen? Aha. Ist das nicht? Kann dran setzen. Naja, jedenfalls, Leute, bedanke ich mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Immer Daumen, Kommentare. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Nee? Ja, jedenfalls, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, Leute. Und willkommen auf meiner Endcard. Im oberen Bereich kommt ihr jeweils zum vorherigen Part, zu meiner Playlist und zum nächsten Part. In den unteren linken Bereich kommt ihr jeweils zu Twitter und Facebook. Falls ihr Lust habt, könnt ihr immer vorbeischauen. Des Weiteren ist da mein Sendeplan, obwohl der Uploadplan steht, naja. Da könnt ihr jeweils sehen, wann eure Lieblingsfolgen, zu welcher Uhrzeit und an welchen Tagen läuft in den 2 Wochen. Ganz unten rechts kommt ihr zu meiner Let's Play Übersicht. Dort findet ihr alle Projekte, die ich momentan geplant habe und die definitiv irgendwann laufen werden. Ja, das soll es auch schon sein mit meinem Gequatsche. Freut mich, dass ihr dieses Video geschaut habt und hoffe, ihr habt weiterhin Lust an diesem Projekt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.